Moin, ich bin hier bei HP und konnte mir jetzt endlich mal das HP EliteBook Dragonfly anschauen. Neue Ultraleichtklasse von HP. Und ja, was das Gerät so kann, das schauen wir jetzt einfach mal. Besonderes Augenmerk liegt natürlich auf der Portabilität, wie man hier vielleicht schon sieht. Das Gerät ist wunderschön klein, leicht. Leicht muss man dazu sagen, knapp unter einem Kilo, je nach Konfiguration natürlich. Hier die leichtere Version, 990 Gramm, 1,1 Kilo, wenn ihr den großen Akku nehmt. Das ist also schon mal beachtlich leicht. Liegt daran, dass das Gehäuse aus Magnesium und Aluminium besteht. Also es ist primär Aluminium, CNC gefräst mit einer Magnesiumlegierung. Und hat ein schönes Blau, muss ich sagen. Also ist mal was anderes als Schwarz, Silber oder ähnliches. Bei der Farbe vielleicht noch zu erwähnen, das Blau hat ja, einen kleinen Hintergrund, denn HP setzt bei der Dragonfly-Serie auf recyceltes Plastik oder recycelten Kunststoff, damit es nicht ganz so negativ klingt, für einige Bauteile. Und zwar insbesondere Kunststoff, der aus dem Meer gefischt wurde. Daher eben auch so ein bisschen der blaue Touch, um das so ein bisschen nochmal zu unterstreichen. Ist auch ein Convertible und damit laut HP das leichteste Convertible, was man aktuell kaufen kann. Also das heißt, wir kennen die Konkurrenz, die teilweise ein bisschen leichter ist, aber die haben damit keine Convertibles in der Klasse, das muss man immer dazu sagen. Und großer Punkt hier bei HP, ein großer Pluspunkt für HP ist, ihr habt Anschlüsse in voller Größe. Das heißt, wir haben hier einmal USB in voller Größe, auf einer Seite haben wir noch HDMI. Es sind zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse, finde ich auch schon mal cool, dass eben Thunderbolt 3 gedacht wurde. Ansonsten, Kensington Lock ist natürlich mit dabei, ein SIM-Karten-Slot ist da drin, denn bis zu LTE Cat 16 könnt ihr hier mobil nutzen, das heißt Gigabit LTE. Genau, das ist soweit eigentlich schon zu den Anschlüssen. Kopfhöreranschluss natürlich, da ist immer noch dran, also Kopfhörer-Headset. Die Webcam hat eine kleine Besonderheit, denn zum einen könnt ihr sie einfach zuschieben, wenn ihr sie nicht nutzen wollt oder wenn ihr eben sicher sein wollt, dass niemand eure Webcam irgendwie anzapft. Andererseits gibt es auch Optionen mit integriertem Infrarotsensor, das heißt Windows Hello, ihr klappt das Gerät auf, seid automatisch per Gesichtserkennung angemeldet. Alternativ, wem das nicht gefällt, der kann einen Fingerabdrucksensor nehmen, ist eben auch nochmal abgesichert, muss keine Passwörter mehr eingeben, sondern einfach Finger drauf und schon ist man eingeloggt. Beim Display habt ihr drei Optionen, einmal ein Full HD 1 Watt Panel, das heißt ultra stromsparend, damit dann auch bis zu 16 Stunden bzw. 24 Stunden je nach Akkuausführung dann die Akkulaufzeit laut Datenblatt, muss man natürlich immer so sehen, wie es dann in der Praxis sich hält, aber eben da sollte einiges an Laufzeit drin sein. Zweite Option ist ein 4K UHD Display mit HDR Unterstützung natürlich, das dann eben so die Top Config, sage ich mal, oder wer viel Wert auf Privatsphäre legt, der kriegt das Gerät auch mit einem SureView Display, dann eben auch Full HD Display. Und ja, da ist auf jeden Fall für jeden was dabei, denke ich. Und das Display sieht auch sehr gut aus, obwohl es hier relativ hell ist, auch gerade mit der Kamera hier mit dem Licht drauf. Man kann es sehr gut ablesen, obwohl alle Display-Optionen glänzend sind. Also gefällt mir soweit schon mal ganz gut. Und ja, das sind eigentlich auch im Grunde schon so die wichtigsten Besonderheiten am Gerät. Kommen wir kurz zur technischen Ausstattung. Natürlich Intel Core-Prozessoren der Whiskey Lake Refresh Serie sind hier verbaut. Bis zu 16 GB Arbeitsspeicher, bis zu 2 TB SSD-Speicher. Intel Optane H10 Technologie im Übrigen. Also auch jede Menge Leistung hier an Bord, eben um damit unterwegs arbeiten zu können. Intel HD-Grafik natürlich, also die integrierte Grafikeinheit der CPU. Dedizierte Grafik leider nicht. Ja, ansonsten so ein bisschen Klassiker, sage ich fast schon bei HP. Wir haben Bang & Olufsen Soundsystem drin, also auch Ton sollte natürlich passen. Und ja, wie gesagt, so mein erster Eindruck, muss ich sagen, es liegt sehr, sehr gut in der Hand. Es ist wirklich ultra leicht. Also ich habe hier auch die leichtere Version mit 990 Gramm. Und man merkt kaum, dass man ein Notebook in der Hand hat. Also das muss man echt sagen, wie unglaublich leicht das ist und wie schön kompakt es ist, gerade mit den schlanken Displayrahmen um das Display noch rum. Da passt auf jeden Fall in jede Tasche, in jede Umhängetasche, in jeden Rucksack, wo auch immer man das Notebook transportieren möchte. Und ja, dann so viel eigentlich auch schon zum HP EliteBook Dragonfly. Wenn ihr Fragen zum Gerät habt, gerne ab damit in die Kommentare und sonst lasst uns gerne ein Abo oder ein Like da und bis zum nächsten Mal.